Heute möchte ich euch die neue Kurbelwellenlinie von SIP vorstellen. Wir haben uns dazu entschlossen, neue Kurbelwellen auf den Markt zu bringen, weil wir häufig nicht zufrieden waren mit dem, was man für sein Geld bekommen konnte. Dabei ist die Kurbelwelle eines der wichtigsten Teile, die im Motor verbaut werden. Sie ist den höchsten Belastungen ausgesetzt und entscheidet erheblich darüber, wie lange euer Motor lebt und welche Leistung euer Motor abgeben kann. Um euch unsere neuen Kurbelwellen vorzustellen, habe ich einmal eine Auswahl aus unserem Sortiment vorbereitet und sie hier hingelegt. Unsere Kurbelwellen unterscheiden wir grundsätzlich in Premium und Performance. Hier ist der Hauptunterschied das verwendete Pleuel. Die Premium-Wellen haben ein, ich würde jetzt mal sagen, naturbelassenes Pleuel, ein bronzefarbenes Pleuel. Und die Performance-Wellen haben ein poliertes Pleuel. Was da genau den Unterschied ausmacht, werde ich euch später noch erklären. Wir haben so ziemlich alle Segmente von Kurbelwellen neu im Programm, von der Oldtimer-Welle über die Welle, die als Standardersatz hier zum Beispiel für T5 gilt, verschiedene Lambretta-Kurbelwellen bis hin zu neuen PX-Wellen. Das ist noch lange nicht alles. In Zukunft werden auch noch verschiedene Small-Frame-Wellen für Originalgehäuse, für Quadrini-Gehäuse in unterschiedlichen Langhub-Versionen noch auf den Markt kommen. Bei der Entwicklung unserer Kurbelwellen haben wir höchsten Wert auf Qualität gelegt, auf eine gute Wuchtung der Kurbelwellen und auf ein angemessenes Preis-Leistungs-Verhältnis. Unsere Standard-Kurbelwellen dienen als sehr hochwertiger Ersatz für das Original. Sie sind sehr gut verarbeitet, sind sehr langlebig und sind sehr gut gewuchtet. Unsere Lambretta-Kurbelwellen gibt es aktuell nur für die GP-Zündung mit dem dicken Stumpf und in verschiedenen Variationen mit Hub- und Pleuellänge. Alle Lambretta-Kurbelwellen werden gleich serienmäßig mit zwei Lagern ausgeliefert, damit ihr unterschiedliche Variationen von Kolben fahren könnt. Unsere neuen PX-Kurbelwellen gibt es ebenfalls in der Premium-Variante mit bronzefarbenem Pleuel und in der Performance-Variante und auch noch in der Variante mit einem ganz langen Pleuel für die Quadrini-Zylinder, für die großen. Zusätzlich sind sie gewuchtet über eine Vollwange auch auf der Drehschieberseite, die mit einer Schräge versehen ist. Dadurch laufen diese Wellen besonders ruhig und vibrationsarm. Um alle Anforderungen zu erfüllen, denen so eine Kurbelwelle gerecht werden muss, haben wir uns dazu entschlossen, eine ganze Reihe von Kurbelwellen in Italien in Kleinserie herstellen zu lassen. Ich habe euch vorhin ja schon angekündigt, dass wir unterscheiden in Premium- und Performance-Kurbelwellen und der Unterschied im Pleuel besteht. Das möchte ich euch gerne erklären. Am besten sieht man das hier an den beiden Lambretta-Kurbelwellen. Wir haben hier die Premium mit dem bronzefarbenen Pleuel und hier die Performance mit dem polierten Pleuel. Das Pleuel der Premium-Kurbelwelle ist sehr konservativ aufgebaut. Es erfüllt aber in Dimensionierung, Materialauswahl und Verarbeitung alle wichtigen Anforderungen. Zusätzlich verfügt es über große Schmierschlitze, die dafür sorgen, dass das untere Pleuellager immer gut gekühlt und geschmiert wird. Dieses Pleuel ist im Prinzip allen Anforderungen gewachsen, die normalerweise in einem getunten Vespa- oder Lambretta-Motor auftreten. Dennoch bieten wir euch eine Kurbelwelle mit einem nochmals verbesserten Pleuel an, nämlich die Performance-Variante. Das Pleuel der Performance-Welle ist poliert, wie man sieht. Jetzt kann man sich fragen, warum, denn das sieht ja im Idealfall eh keiner. Wir wollen ja auch, dass diese Kurbelwellen verbaut werden und das schöne Pleuel möglichst lange und haltbar im Dunkel des Motorraums verschwindet. Das Polieren macht das Pleuel nicht nur schöner, das ist nur ein netter Nebeneffekt. Eigentlich kommt diese polierte Optik daher, dass die Oberfläche des Pleuels in verschiedenen Stufen veredelt wird. Jedes dieser Pleuel wird in drei Stufen poliert oder veredelt. Zuerst wird Glasperlen gestrahlt, dann erhält es eine leicht matte Oberfläche. Sinn ist es hier, dass die Oberfläche verdichtet wird und dadurch widerstandsfähiger wird. Als zweites kommt das Pleuel in eine Art Steinebad. Das nennt sich Gleitschleifen. Hier werden Grate entfernt und alle möglichen kleinen Überstände oder Kratzer werden von dem Pleuel entfernt. Als drittes wird das Pleuel von Hand poliert. Ergebnis ist nicht nur die schöne Oberfläche, sondern auch ein Pleuel, was keinerlei Kratzer hat, an denen eine Kerbwirkung entstehen kann
und das Pleuel dadurch einen Schaden nehmen könnte im Betrieb. Zusätzlich sind die polierten Pleuel minimal leichter als die Pleuel der Premium-Kurbelwellen und sie verfügen über eine nochmals verbesserte Kühlung der jeweiligen Lager am Kolbenbolzen und unten am Pleuellager. Warum so viel Aufwand für das Pleuel? Ganz einfach, das Pleuel ist das sensibelste Teil an einer Kurbelwelle und die meisten Kurbelwellenschäden, die wir hier bei SIP mitbekommen, sind im Pleuel begründet, dass da ein Materialfehler vorlag oder eine Materialermüdung oder die Lager aufgegeben haben. Deswegen halten wir es für sehr wichtig, dass gerade das Pleuel in einer sehr guten Qualität angeboten wird. An den Kurbelwellen werden einige Flächen Glasperlen gestrahlt und thermisch behandelt bzw. gehärtet. Dabei werden andere Flächen mit einem Schutzlack überzogen, damit diese nicht durch diese thermische Behandlung in Mitleidenschaft gezogen werden. Das Ausrichten der Kurbelwellenachsen ist weiter Handarbeit. Hier werden sie mit einer Messuhr vermessen und später mit dem Kupferhammer gerichtet. Dann kommen sie zurück in die Messvorrichtung, bis die Achsen ganz exakt miteinander fluchten. Wenn unsere neuen Kurbelwellen so schön gewuchtet, ausgerichtet und vermessen sind, dann wollen wir natürlich auch, dass sie beim Kunden genauso ankommen. Deswegen haben wir eine extra stabile Verpackung entwickelt, die dafür sorgt, dass der Zustand aus der Fabrik auch bis zum Kunden erhalten bleibt. Wenn ihr eure neue Kurbelwelle einbaut, bitte denkt immer daran, neue Lager, neue Dichtung und natürlich auch neue Wellendichtung zu verwenden. Und es empfiehlt sich immer, eine Kurbelwelle möglichst schonend einzubauen. Wir haben dafür eine Reihe von Spezialwerkzeugen im Angebot, die es euch erlaubt, die Kurbelwelle schonend mit einem Gewinde einzuziehen und auch wieder auszupressen. Das ist eine Investition, die sich wirklich lohnt, weil wenn ihr eine Kurbelwelle zerstört, ist es wesentlich teurer als jedes Spezialwerkzeug. Ein Link zu unseren Kurbelwellen im Shop findet ihr in der Infobox oder in der Beschreibung zum Video. Wenn euch das Video gefallen hat, würden wir uns sehr freuen und natürlich freuen wir uns dann auch über ein Like oder wenn ihr es Freunden und Bekannten weitersagt. Zu guter Letzt seid ihr auch gerne dazu aufgerufen, Fragen oder Kommentare in der Kommentarspalte unter dem Video zu hinterlassen.